Oh weh. Wir kümmern uns drum. Ah. Rico, du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht! Die Gabe des Selbst! Alicia! Ich bin die Einheit! Ich bin das Blut allen Blutes, das alle und jeden verbindet! Komm zurück! Bleib bei Hugo! Werde wieder ein! Wow. Was? Alter. Okay. Hä? Was willst du tun? Boah, nee, ey. Hä? Ich weiß noch nicht, was wir tun müssen. Okay, also wir müssen schauen, dass die Mitte frei bleibt. Also zweite Phase ist wohl so, dass er dann einmal schmeißt. Der erste Blut!
Nicht zurückstehen, Amicia! Oh, das ist auch noch! Oh, wow! Aber geiler Bosskampf. Aber ich glaube, dass wir das schon hinkriegen. Wir müssen nur besser timen alles. Sollen sich bis zum Firmament erheben! Deine Enkel! Ich weiß, dass ihr hungrig seid! Schon bald werdet ihr schmausen! Nein, deine Enkel! Keine Ratten! Ihr habt keine Ratten mehr, die... Nein! Schmerzen, nein, das ist unmöglich! Dafür werdet ihr sehr gut bezahlen! Kommt zu mir! Das erste Blut! Mit Gewissheit! Und nicht zurückstehen, Amicia! Los! Meine Engel! Bitte erzählt los, Amicia! Ihre Wahrheit! Das ist eure letzte Schandtat! Ich habe so mein Fleisch geopfert! Um der Spätsiege zu werden, der alles bereit! Ihr könnt mich töten! Oh, komm, ich war da... Oh, nö. Also, das akzeptiere ich jetzt eigentlich nicht, ja? Ich war eigentlich schon draußen gewesen, okay? Natürlich nicht. Kommt zu mir. Natürlich hat Schmerzen. Das erste Blut. Mit Gewissheit. Und nicht zurückstehen, Amicia.
Hä? Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Mann. Das Glück von mir. Deine Engel! Geist, dass ihr hungrig seid! Und bald werdet ihr schmaus! Meine Engel! Sind doch hilflos, Amicia! Nein! Schmerzen, Amicia! Ihr werdet ihr bezahlen! Kommt zu mir! Werd das erste Blut! Mit Gewissheit und Frieden! Vorsicht! Klar! Ah, das war bestimmt zu spät. Ah, geht noch. Das ist eure letzte Schandtat. Ich habe mein Fleisch geopfert. Um das Festsiegel zu werden, der alles vereint. Ihr könnt nicht töten. Das ist wie ihr wurde. Gosha. Verdient. Drecksau. Geh dich mal waschen, ey. Hugo! Beruhige dich. Es ist vorbei. Also ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal ein zweiter Teil kommen wird. Okay. Der Bosskampf war geil, gell? War gut gemacht. Fand ich ganz gut. Eigentlich gar nicht mal so schwer, nur man muss ja erstmal so ein bisschen die Routine reinkriegen. Und wenn man da nicht so die ganze Zeit failt, dann kann man den schon vielleicht so First Try oder zweiten Versuch schaffen. Whatever. Auf jeden Fall sehr spaßiger Endgegner. Ja, sehr schönes Spiel. Also, Gameplay hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mal was anderes so mit den Ratten, in Mischung mit Schleichen und NPC-Koop. Das ist eigentlich schon ziemlich lustig. Eine sehr schöne, abwechslungsreiche Kombination. Fand ich sehr, sehr, sehr gut. Die Story war eigentlich auch sehr gut, aber der Tiefgang hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt. Finde ich. Ich weiß nicht. Es war schon schön gemacht und so, aber
Ja, also richtig gefesselt hat mich die Story jetzt nicht. Und ja, die einzigste fesselnde Stelle, wo ich gedacht habe, boah, schade, das ist ja heftig jetzt, ist, wo Rogitz hieß er, ne? Gestorben ist. Das war so, wo ich gedacht habe, oh nein, schade. Aber der Rest, so, die gestorben sind, das war so, so beiläufig so ein bisschen, ne? Wo er so, oh, der ist tot. Und schon fertig. Das war ein bisschen. Bisschen schwierig, wo ich gedacht habe, naja. Ja, fehlt ein bisschen Tiefgang in der Story. Aber nicht desto trotz ein sehr, sehr schönes Spiel. Allein wegen dem Gameplay sehr geil. Und ja. Es gibt. Oh, warte mal. Noch ein Kapitel? Müssen wir irgendwas drücken? Kommt da was? Oh. Gut, gehen wir. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist C, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Oh, schön. Also. Aha, jetzt bin ich ja mal gespannt. Dann macht Hacke. Hacke, Fracke. Das ist noch nicht durch, oder? Das arme Schwein, wie es da liegt. Gut, okay, weiter geht's. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Ha, ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich fort sind. Hoffentlich bleibt das so. Na, es sieht schon wieder aus wie früher hier. Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste, stimmt's, Amicia? Na ja. Gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Bereit. Los, Amicia! Easy. Ja! Das finde ich jetzt cool, dass wir hier noch so einen Nachgang haben. Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und unser aller Respekt. Glückwunsch, Amicia. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich habe echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Komm schon. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Oh, wie schön. Hey, seht mal, der Kleine. Oh nein. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt. Na los. Na, du wirst schon irgendwann einen anderen Jahrmarkt finden oder sehen. Hey, Hugo. Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Du kleiner Frechdachst, du. Du schlägst mich nicht. Boah, da kann rennen wie so ein kleiner Rehpinscher, du. Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Wie ein König hier, du. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut.
Ja? Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Bin ja mal gespannt. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Ha! Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Ach, süß. Lukas! Hey! Hilfe! Ah, herrlich. Es gibt nichts Schöneres als ein Kinderlachen, oder Leute? Ja, das ist schön, dass ihr noch so einen schönen Nachtrag eingeht. Das macht mir die Story ein bisschen schöner, finde ich. Ne? Es ist nicht einfach so zu Ende, sondern jetzt, ja, sehen wir, dass wieder alles so ein bisschen in Ordnung ist. Und sie lachen. Und jetzt versuchen wir unsere Mama gesund zu machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da nochmal ein zweiter Teil kommen wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Wenn ihr das genauso empfindet. Doch, gutes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Projekt genauso gut gefallen wie mir. Wenn das der Fall ist, lasst ein Like da. Wenn ihr noch nicht alle Folgen gesehen habt, schaut in die Playlist rein. Unten in der Beschreibung ist ein Link zur Playlist. Könnt ihr euch jederzeit wieder anschauen. Und durchliken und durchsetten. Und ich freue mich aufs nächste Projekt mit euch. Seid mit dabei. Ich bin euer Xau und wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.